Hallo Leute, fürs heutige Video habe ich mir ganz schön viel vorgenommen, denn ich möchte all meine Sonnencremes aus der Drogerie ranken. Das sind sozusagen Produkte, die ich auch aktuell verwende und die ich auch miteinander vergleiche. Für Reviews, für Videos, für Blogbeiträge, für Instagram-Beiträge. Ein paar davon sind nicht ganz so toll, also ein paar davon funktionieren einfach nicht ganz so gut für mich. Und die möchte ich euch natürlich auch zeigen, weil ich sie selbstverständlich auch getestet habe. Was ich in diesem Video nicht machen werde, ist auf Basics eingehen. Also, wie viel Sonnencreme sollte man auftragen? Was sind die Vor- und Nachteile von UV-Strahlung? Ab welchem UV-Index sollte man sich schützen? Und so weiter und so fort. Ansonsten wird dieses Video einfach viel, viel zu lang. Wenn ihr euch aber für die Basics interessiert, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da kläre ich auch sehr, sehr regelmäßig über diese ganzen Sachen auf. Ich habe auch hier und dort YouTube-Videos und Blogposts zu diesen Themen. Die werde ich natürlich auch in diesem Video ab und zu in den Infokarten verlinken. Auf dem letzten Platz ist für mich persönlich leider die Sundance Pro Climate Sonnencreme. Zu der 50er Version habe ich auch ein Video gemacht und ich denke, dort kann man auch ganz gut sehen, warum ich nicht so gut mit dieser Sonnencreme zurechtkomme. DM hat meine Review gesehen und mir auch noch die 30er Version zugeschickt, aber leider komme ich mit der auch nicht zurecht. Die rollt sich einfach komplett von meinem Gesicht ab. Ich schaffe es nicht, sie in der benötigten Menge aufzutragen, ohne dass sich das alles komplett von meiner Haut abrollt. Und das ganz unabhängig davon, ob ich sie alleine benutze oder andere Produkte darunter verwende. Dicht gefolgt kommen diese zwei Sonnencremes von Pediprotect, die ich als PR-Samples zugeschickt bekommen habe. Aber leider haben sie genau das gleiche Problem wie die Sundance Pro Climate Sonnencreme, denn die rollen sich auch ziemlich doll ab. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Gesichtssonnencreme dahin ein bisschen weniger extrem ist, also sie rollt sich ein kleines bisschen weniger ab. Nichtsdestotrotz schaffe ich es einfach nicht, beide Sonnencremes in der benötigten Menge aufzutragen und das ist sehr, sehr schade, denn die sind wirklich, wirklich gut formuliert. Es sind tolle UV-Filter-Kombis drin, die sind komplett unparfümiert, was ich auch großartig finde. Und bei der Pro Climate Sonnencreme von Sundance ist es ganz genauso. Die ist auch toll formuliert, aber alle drei Sonnencremes funktionieren für mich einfach nicht in der benötigten Auftragsmenge, weil sie komplett runterkrümeln. Als nächstes habe ich hier die mineralische Sonnencreme von Nivea. Eigentlich bin ich kein großer Fan von Nivea, habe mir diese Sonnencreme aber gekauft, um sie mit anderen mineralischen Sonnencremes aus der Drogerie zu vergleichen. Die Review wird auf jeden Fall noch kommen, aber vorerst gibt es von mir keine Empfehlung für diese Sonnencreme, weil sie einfach erstens nicht sonderlich angenehm auf der Haut ist, also sie liegt sehr, sehr schwer auf und zweitens weißelt sie extrem. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der Sonnencremes in meiner Sammlung, also eine rein mineralische Sonnencreme, die wirklich am meisten weißelt. Man sieht danach aus wie eine weiße Wand. Also wenn ihr eine stärker pigmentierte Haut habt, dann ist die definitiv nichts für euch. Klar ist die für Kinder gemacht, aber ich meine, auch Kinder haben ja ein gewisses Körperempfinden und können Hautgefühl und Sensorik so ein bisschen zuordnen und die ist sehr, sehr schwer auf der Haut, sehr unangenehm und sie trocknet die Haut auch so ein bisschen aus. Das passiert bei anorganischen UV-Filtern relativ oft, weil die natürlich auch so ein bisschen den Talg, also das Fett auf der Haut aufnehmen. Ich persönlich finde die wirklich nicht gut. Dann habe ich hier die Alverde Naturkosmetik Sensitive Sonnencreme mit SPF 30, die selbstverständlich wieder nur auf anorganischen UV-Filtern basiert, wie Titandioxid und Zinkoxid. Und sie hat so eine leicht gelbliche Färbung, weil hier unter anderem Beta-Carotin enthalten ist. Ich persönlich finde diese gelbliche Färbung ein wenig strange. Also man kommt definitiv nicht drum herum, Make-up drüber aufzutragen. Ansonsten sieht das so ein bisschen kränklich aus. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es in der Drogerie mehr getönte mineralische Sonnencremes geben würde. Also dann je nach Hautton sozusagen. Aber dieses Gelbliche ist schon so ein bisschen eigenartig. Nichtsdestotrotz fand ich die einfach ein bisschen angenehmer im Vergleich zu der von Nivea. Sie liegt auch nicht so schwer auf und ja, ist einfach vom Hautgefühl sehr, sehr viel schöner. Bei der Sonnencreme von Das Böb tue ich mich ein bisschen schwer, denn wenn ich das Marketing in meine Entscheidung mit einbeziehen müsste, dann würde ich sie runterstufen. Das heißt, die Sonnencreme von Alverde würde sozusagen nochmal einen Platz hochrutschen, aber vom Hautgefühl, vom Aussehen ist sie auf jeden Fall deutlich angenehmer und alltagstauglicher im Vergleich zu den anderen zwei mineralischen Sonnencremes, die ich euch gezeigt habe.
Dennoch finde ich halt das Marketing in diesem Fall nicht gut. Also als ich es letztes Mal geschaut habe, hat das Böb immer noch mit ohne Gespensterlook geworben, was ich wirklich nicht gut finde, denn diese Sonnencreme weißelt. Und das ist ganz normal bei anorganischen UV-Filtern. Titandioxid und Zinkoxid weißeln natürlicherweise, wobei Zinkoxid normalerweise ein bisschen weniger weißelt im Vergleich zu Titandioxid, aber die weißeln einfach beide. Ich hatte bisher keine einzige mineralische Sonnencreme, die nicht geweißelt hat oder irgendeinen dezenten weißen Schleier auf der Haut hinterlassen hat, und ich habe etliche mineralische Sonnencremes getestet. Das kann natürlich dazu führen, dass die Kundschaft das falsch einschätzt und dadurch viel weniger Sonnencreme aufträgt, weil wenn man der Kundschaft vermittelt, dass anorganische UV-Filter nicht weißeln oder nicht weißeln sollten, dann ja, sind sie eventuell verwundert, wenn sie einfach super viel auftragen, was man ja eigentlich machen sollte. Also man braucht 1 Gramm fürs Gesicht und das Ganze einfach super, super weiß aussieht. Aber das ist total normal und es ist nicht gut, wenn man zu wenig Sonnencreme aufträgt, weil sich dadurch natürlich auch der Schutz sehr, sehr stark verringert. Also das Marketing finde ich nicht gut, aber von der Formulierung, vom Finish, vom Aussehen her finde ich sie auf jeden Fall deutlich besser im Vergleich zu der von Alverde und der von Nivea. Diese 2 Sonnencremes würde ich tatsächlich ähnlich platzieren und ich erkläre euch auch gleich warum. Und ich fange mal mit der Sundance Kids Sensitive Sonnencreme mit SPF 50 an. Ich glaube, innerhalb der Reihe gibt es noch andere Sonnenschutzmittel, die ähnlich formuliert sind und auch auf ähnliche UV-Filter setzen. Und ich muss sagen, dass ich die für Drogerieverhältnisse wirklich nicht schlecht finde. Man kann sie ohne Probleme in der benötigten Menge auftragen. Sie fühlt sich jetzt nicht total unangenehm auf der Haut an, sie rollt sich nicht ab, aber sie hinterlässt auch so einen dezenten weißen Schleier, weil hier Titandioxid enthalten ist, und bei der stört mich so ein bisschen der Film, der dabei entsteht. Also bei diesen filmbildenden Sachen, vor allem bei wasserfesten Sonnencremes, bin ich ein bisschen pingelig. Ich habe da so meine Favoriten und Produkte, die ich dahingehend mag, und andere mag ich darum nicht ganz so gern, und die gehört so ein bisschen dazu, weil der Film schon recht stark spürbar auf der Haut ist und sie ist auch nach einer gewissen Zeit so ein bisschen trockener und man spürt sie einfach so ein bisschen mehr, was ich nicht ganz so gerne mag, aber nichtsdestotrotz ist sie für Drogerieverhältnisse auf jeden Fall ganz gut. Bei dieser Sonnencreme gefällt mir persönlich die UV-Filter-Kombi ein ganz kleines bisschen besser, dennoch hinterlässt sie einen dezenten weißen Schleier auf der Haut, und was ich hier besonders spannend finde, ist einfach die Tatsache, dass auf diese typischen Filmbildner verzichtet wurde, die einfach auch viel zur Wasserfestigkeit von Sonnencremes beitragen. Das sorgt natürlich dafür, dass die Sonnencreme sehr wachsig und sehr fettig ist und auch super schwartig auf der Haut aussieht. Deswegen werde ich einfach beide auf den gleichen Platz setzen, weil die sich so ein bisschen ausgleichen, was das Pro und Contra angeht. Also ich kann darüber auch kein Make-up auftragen, weil das komplett von meinem Gesicht runterschwimmt und sie ist auch so ein bisschen schwerer auf der Haut. Nichtsdestotrotz finde ich sie ganz gut formuliert. Man kann sie auch in der entsprechenden Menge ohne Probleme auftragen. Sie rollt sich nicht ab, aber sie ist auf jeden Fall ein bisschen schwartiger. Zu den beiden Super UV Sonnencremes von Garnier habe ich bereits ein Vergleichsvideo abgedreht. Also falls euch interessieren sollte, wie die sich in der benötigten Auftragsmenge und unter Make-up verhalten, verlinke ich euch oben in dem i. Und die würde ich tatsächlich auf den gleichen Platz setzen, wobei die Anti-Age-Version eher was für ölige bzw. Mischhaut ist, während die Anti-Trockenheitsversion eher was für trockene Haut ist, weshalb ich die auch ein kleines bisschen bevorzuge, weil ich eine eher trockene Haut habe. Mit keiner der Sonnencremes hatte ich irgendwie großartig Probleme, konnte sie in der benötigten Menge auftragen und die sahen auch gut unter Make-up aus und es hat sich eigentlich auch nie wirklich was abgerollt. Wobei manche von euch mir geschrieben haben, dass die Anti-Age-Version sich irgendwie so ein bisschen abrollt. Also ich hatte dahingehend, wie gesagt, keine großen Probleme und auch mein Freund benutzt die ganz gerne. Das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, im Vergleich zu den anderen Sonnencremes ist hier die UV-Filter-Kombi so ein bisschen weniger modern gewählt.
Dann habe ich hier die Sensitive Sonnencreme von Jan und Len, zu der ich übrigens auch ein Video gemacht habe, falls ihr sie in Aktion sehen möchtet. Tolle moderne UV-Filterkombi, lässt sich ohne Probleme in der benötigten Menge auftragen und macht auch keine Probleme unter Make-up. Aber sie hinterlässt einen dezenten weißen Schleier, weil hier unter anderem Titandioxid enthalten ist. Kommen wir von den zwei Pedi-Protect Sonnencremes, die ich ganz weit unten platziert habe, zu den zwei Sonnencremes, die ich ganz weit oben platzieren werde. Und zwar sind das diese hier. Einmal die Meeressonnencreme und die Alpin-Sonnencreme. Beide setzen wieder auf tolle, moderne UV-Filter. Beide lassen sich ohne Probleme in der benötigten Menge auftragen. Und beide sind relativ schwartig. Also hier definitiv nichts für ölige Haut, wobei die hier wirklich super schwartig, super reichhaltig ist. Also wenn die euch schon zu fettig ist, dann wird euch diese hier definitiv nicht gefallen. Aber ich habe von der, glaube ich, mittlerweile 20 Tuben aufgebraucht oder so, weil meine trockene Haut die wirklich liebt. Vor allem im Winter saugt ihr die komplett auf und ich vertrage die auch wunderbar. Das Einzige, was ich mir hier wünschen würde, wäre einfach, dass man auch hier die Parfümierung rausnimmt, genauso wie bei den anderen Produkten. Die Meeressonnencreme mag ich auch unfassbar gerne, vor allem in der neuen Formulierung, also wenn ihr die alte eventuell nicht mochtet, dann schaut euch unbedingt diese nochmal an. Ich mag beide Sonnencremes sehr, sehr gerne und kann sie definitiv weiterempfehlen. Und auf Platz 1 landet das Sanozon mit Sonnenfluid, zu dem ich übrigens auch ein Video gemacht habe. Ich persönlich finde es großartig, es brennt bei mir nicht in den Augen, es lässt sich gut verteilen, es hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl, es ist weder zu fettig noch zu leicht, verträgt sich gut mit Make-up, die UV-Filter-Kombi ist toll und es ist auch noch bezahlbar und das finde ich für Drogerieverhältnisse wirklich, wirklich großartig. Das war's schon mit meinem Ranking. Meine Kiste ist leer und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche eure allerliebste Sonnencreme aus der Drogerie ist. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!